Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie legen uns hier 180 Seiten agrarpolitischen Bericht vor. Davon wird auf keinen dieser Seiten die wichtigste Frage überhaupt beantwortet. Wie soll es denn eigentlich weitergehen? Sie wollen die soziale Sicherung der Landwirte zukunftssicher ausgestalten. Aber da passen Ihre Aussagen ehrlich gesagt gar nicht zusammen, und die von der Bundesministerin noch so weniger. Sie wollte nämlich vor wenigen Wochen noch die Altersvorsorge mit der Strafzahlungen der EU verrechnen. Dann geht es weiter. Aus den Chroniken in den Höfen kann man immer mehr herausfinden, dass die ewigen Kühe, ein paar Hühner und Obstbäume früher die Austragsbauern hatten. Doch was haben die Austragsbauern jetzt? Ihr Leben lang hart gearbeitet und trotz dieser Kasse nicht besonders viel. Und das finden Sie wohl noch gut, und Sie strotzen noch direkt so vor Eigenlob. Stattdessen sollten Sie, meine Damen und Herren der Union, lieber mal raus zum Brandenburger Tor gehen und dort mit den Leuten reden. Die wollen Ihr Agrarpaket nicht. Sie wollen Zuverlässigkeit. Sie wollen auch nicht den neuesten Referentenentwurf zur Düngeverordnung. Sie wollen Verlässlichkeit. Und Sie wollten den Dialog mit Ihnen führen. Stattdessen hat das Ministerium im Hintergrund weiterhin am Ast der Bauern gesägt. Sie liefern mutwillig weiter Zündstoff bei den Bäuerinnen und Bäuern.